Okay. Was ist er denn? Wie, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lasse ihn abholen. Also maximal bringe ich hier jemanden um. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Gegner auszuschalten. Das weiß ich doch, das kenne ich doch. So, und das ist jetzt Dex. Moin Dex, Alter, was geht? Ja, du weißt, dass du da deinen Farbfehler im Gesicht hast, ne? Das ist locker wieder nicht Dex, das ist Dex. Was geht, ey? Dexter DeShawn leibhaftig. Echt schweres Tier. Fahr los. Was willst du denn jetzt von mir? Ich habe eine Frage an dich. Was ist dir lieber? Was? Ein Leben als Nobody, der uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? Ist so ein Nobody jetzt auch in Ordnung, oder was? Was zählt es für die Leute, die dich in Erinnerung halten? So, ja. Night City überlebt man als Nobody nicht lange. Ist das eine Art Prüfung? Ja, erstmal fragen. Ist das eine Art Prüfung? Mr. V? Du meinst Rätsel? Nein, Mr. V. Ontologie. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Der Job, erzähl mir mehr, warum ich und wozu die Show. Hallo? Hallo. Warte mal. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ja. Wozu all das? Jetzt reicht's nämlich auch mal. Warum ich? Jackie oder Tiba könnten jetzt genauso hier sitzen. Hättest nur anrufen müssen. Nenn mich altmodisch. Aber Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, schaue ich gern in die Augen. Mit Jackstar hatte ich schon das Vergnügen. Und die süße T-Bug hat mir vor 2 Jahren geholfen. Darum sind wir jetzt hier. Außerdem habe ich eine hübsche Testmission für dich. Aber dazu später mehr. Ja, erzähl mir doch mal von einer Testversion oder Testgeschichte. Denn. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Mhm. Schätze, der gehört einem Konzern. Mhm. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Für mich nicht. Dann kann ich mich ja gleich erschienen. Ach komm, das schaffen wir doch so easy. Ja, Mr. V. Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Natürlich nicht. Sieht so aus, als wenn ich halbe Sachen mache. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Haufenweise Eddies? Ist das die Währung? Wie ist der Plan? 2 Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig. Will mit einem vom Team plaudern. Ja, ich will, wir müssen was für die Kundin wissen. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Schnüffeln? Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Schnüffeln? Die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Ja, sicher weiß ich das.
So, wo liegt das Problem jetzt? Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Oha, Splitter, nicht so gute Erfahrung mit. Hab einen echten Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor 2 Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis 3 Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen. Und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Wer ist diese Frau denn jetzt? Wer ist die Primadonna? Primadonna, ey. Konzernagentin, Dienstaufsicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Wie lange fahren wir eigentlich schon? Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Ich weiß alles, was ich brauche. Alles klar. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Hab schon Abfahrt. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Machen wir. Eins noch, Mr. V. Hamanakoyum. Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Hm? Wir sehen uns. Oh, nicht der sympathische Zeitgeselle, aber ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Oh, was habe ich denn jetzt aus Versehen weggeklickt? Die Street Cred. Bestimmte Handlungen bringen die Street Cred ein. Verdiene mir Street Cred und mache dir einen Namen in der Unterwelt von Night City. So werden sich dir völlig neue Möglichkeiten öffnen. Vielen will ich mir einen Namen machen. Oh. Dexter, hab mit Dex gesprochen. Hey, Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Ja. Ich glaube, er will... Ja, das glaube ich auch. Er weiß auf jeden Fall, wie er sein Business beschützt. Das glaube ich mich auch. Er soll ein paar Probleme ausbügeln. Vorarbeit. Bevor er uns einen großen Job gibt. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingong. Ja, und da ist noch was. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tusen anbaggern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Oh. Erst Maelstrom oder erst Parker? Ich denke mal, ich mache erstmal Maelstrom. Denke, wir sollten erst bei Maelstrom anklopfen. Und zwar ziemlich laut. Auf jeden. Orale, dann gehe ich zur All Foods Fabrik, schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Ich würde jetzt aber gerne... Folgendes machen. Ja. Ich will doch hier meine Mission verfolgen, aber geht nicht. Sauer gerade geworden.
Mr. V, ich wollte dich nur daran erinnern, dass meine geschätzten Maß schon Geschäftspartner und ich das Finanzielle bereits abgewickelt haben. Eine runde Summe von 10.000 Euro-Dollars hat den Besitzer gewechselt. Wenn du dich also mit ihnen triffst, lass dich nicht von ihnen aussehen, wie Maelstrom das so gerne macht. Alles klar. Danke für die Info. Viel Glück, du wirst es brauchen. So, jetzt muss ich mal wissen, was ich denn jetzt machen? Das sind die Hauptmissionen. Ich habe auch 80.000 Nebenmissionen. T-Bug ist bestimmt der letzte von den Geschenken erwartet würdest. Sie ist nicht der Typ Mensch, der durch die halbe Stadt rennt, um lustige Kaffeebecher oder T-Shirts mit deinem Lieblingscomic-Helden zu kaufen. Aber ein neues Genre-Programm für dich, für einen Job? Scheiße, sie muss dich echt mögen. Die würde ich jetzt gerne als erstes machen. Arbeite mich jetzt von unten nach oben ab bei der Nebenmission. Oh, schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Oh, ja, knapp. Oh, ja. Warum habe ich eigentlich kein Radio? Nee. Bam, 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 bam. Nee, das ist er nicht. Night FM ist bestimmt so ein Enjoy oder so. Nee, da sehe ich mich auch nicht. Nee. Axel Strong? Nein. Das ist was Hip-Hop-mäßiges, wollte ich haben. Das ist ja Rock. Ich glaube, das ist ganz gut. Das ist auch gut. Oha. Anders gut. Da kann ich hier eigentlich auch Autos klauen? Müssen wir ja auch nochmal ausprobieren, ne? Oh. 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 Entschuldigung. Das jetzt da oben. Dann muss ich hier in den Laden rein, würde ich sagen. Verschlossen. Verschlossen, verschlossen, verschlossen. Wie komme ich da jetzt hin? Ah, okay, so. Ich glaube, das ist der offizielle Weg gewesen. 48? Ach, guck mal hier. Moin Mädels. Moin Jungs. Warum habe ich denn noch Nachrichten? Nachricht öffnen. Wo bleibst du? Beweg deinen Arsch her. Dex wartet auf uns. Ja. Okay. Was ist hier? Okay, ein paar Infos zu deinem Gegner. Kabuki, das ist eine Überraschung, wirst du schon sehen. Arroyo Buck, Gangster von Sixth Street. Echtes Ass. Glenn. Glenn kennt man doch irgendwoher. Caesar, Fäuste wie Eisenhammer. Animals Club, Ryan. Die Frau ist eine Legende, die haut jeden platt, okay. Ach, das sind die. Okay. Die ich umboxen soll. Mister, wie wäre es mit einem kleinen Vorgeschmack bei dem BioShape? Handelt es sich um einen sogenannten Relikt, einer hochmodernen, erstklassischen Tech für die Reichs der Reichen, angeblich die beste Lebensversicherung, die man sich erkaufen kann. Wenn man Eddies wie Heu hat, du und ich, wir werden bald in Geld schwimmen. Alles klar. T-Bug schickt mich. T-Bug Du sollst was für mich haben. Du bist wie, oder? Mhm. Sie wollte, dass ich dir einen Demon gebe. Demon? Sollte auf der dritten Generation laufen. Ich nehme immer gerne einen Demon, ja, auf jeden. Ich habe einen Militech-Paar. Ich habe ein Militech Paraline. Sollte reichen.
Nicht schlecht. Für Anfänger. Ich nehme ihn noch, oder was? Ich nehme immer gern einen Demon. Wenn du willst, kannst du ihn gleich testen. Hab einen Zugangspunkt. Vielleicht kommst du so an Software oder ein paar Subroutinen. Lohnt sich sicher. So, was habe ich jetzt bekommen? Hier kann ich jetzt ja nur was kaufen, ne? Ja, was zum Verkaufen? Digga, ich habe ja voll viel Kleidung. Das T-Shirt brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Die Jacke brauche ich. Brauche ich auch nicht. Ist das? 99er Panzer? Kann ja eine davon weg. Oh. Oh. Ich behalte mir mal alles schön. Was ist das? Oh. Das sieht aus wie eine Beyblade Arena, ist aber ein Aschenbecher, okay. Brauche ich ja nicht, oder? Habe ich Handschellen? Weiß man nie, kann man immer gebrauchen. Karten. Scheine nicht gezinkt zu sein, ja. Also Müll, oder nicht? Schon der Junk. Kartenspiel brauche ich auch nicht. Rubbellose brauche ich auch nicht. Stumpfes Skapell brauche ich da auch nicht. Dann kann man, glaube ich, komplett verkaufen immer. Gut. Das habe ich doch jetzt abgeschlossen, ne? Oder was ist das Geschenk? Nee, habe ich immer noch nicht. Wo ist jetzt das Geschenk? Wo ist denn jetzt das Geschenk? Irgendwas Cooles im Angebot? Klar, wenn du Kohle hast. Hä? Teaming soll ich mir doch noch holen jetzt oder sowas, ne? Hä, was soll ich denn jetzt hier mir holen? Ich hab's nicht verstanden. Keine Ahnung. Doch, ich habe den gleich gekauft. Habe ich doch jetzt, ne? Habe ich den jetzt? Da. Hab ich doch. Hä? Den Ping Quick Hack? Achso, ich soll mir was anderes kaufen. Ich soll mir den Ping Quick Hack kaufen. So. Hab ich jetzt, ne? Hey, hab ich mir doch jetzt gekauft. Grenzte Kapazität für Quick Hacks. Du kannst diese installierten Quick Hacks jedoch gegen andere eintauschen. Öffne hier für dein Inventar. Die kann ich jetzt austauschen mit Quick Hacks, ne? Mache ich das mal so. Kann ich hier noch was austauschen? Nein. Nein. Was ist das? Kurzschluss. Das ist Optik-Neustart. Okay, das Optik-Neustart finde ich eigentlich ganz cool. Das war ja zum, dass die Augen ausgeschaltet werden, ne? Okay. Aha.
Jetzt hab ich die. Ach so. Muss ich jetzt hier noch hin? Oder was? Oder soll ich das ausprobieren? Lade den Pink Demon in deine Kamera hoch, um den Zugangspunkt zu finden. Soll ich da jetzt? Irgendwie kann ich das nicht machen. Lade den Pink Demon in den Kamera hoch. Dann mache ich jetzt hier so. Geh dann auf Ping. Und führe den aus. Hacken, das kann ich, das bin ich richtig gut drin. 1C und dann soll ich auf 55. Ah, dann gehe ich doch hier in die Linie, in die Reihe. Kann ich auch eine runtergehen? Hä, 1C? Hä? Habe ich es geschafft? Hä? Oh. Das mit dem Hacken habe ich noch nicht so ganz raus, muss ich sagen, ne? Jetzt habe ich es aber geschafft. Das war doch jetzt richtig, oder? Gibt die zwischen 18 Uhr und 6 Uhr zur Dizzy Spa, okay. Oh, die Mission habe ich abgeschlossen. Nice, 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 nice. Dieser Auftrag. Machen wir den. Was ist das denn? Wartet, bis der Bezirk nicht mehr abgeregelt ist. Jedes Mal, wenn wir Wakako in ihrem Pachinko-Laden. Was ist denn das für ein Name? Besuchen, spüre ich so ein seltsames Prickeln im Nacken. Ich weiß auch nicht, wie. Aber dieses Alte ist seltsam. Auf jeden Fall hat sie uns eine besondere Belohnung für den Sandra Dorset Job versprochen. Dafür müssen wir einfach bei ihr in den Dick Dick Street vorbeischauen. Dann machen wir das doch. Was? Nö, ich will hier nichts kaufen, Alter. Wo ist mein Autowagen? Wo ist denn mein Autowagen? Hä? Ach, da, guck mal, da oben sehe ich das, wie weit das entfernt ist. Ach, hier, guck mal, da steht er doch. Ist das meiner? Das ist meiner. Okay. Achso, da kann ich noch gar nicht machen, weil ich noch auf den Bezirk warten muss, bis der nicht mehr abgeriegelt ist. Besiege alle Gegner. Oh, darauf hab ich Bock. Schön, das muss ja der Kampf sein. Wie finde ich jetzt die Gegner? Hä? Das sind die Hauptmissionen, würde ich sagen. Aber die andere werden mir nicht angezeigt, das ist doch scheiße dann. Oh, dann muss ich das wieder googeln und so ein Kack. Oh, ich hasse so eine Quest, wo ich irgendwas finden muss in so einer großen Stadt.
Begib dich zum Kampf in Kabuki. Denke nicht zu viel drüber nach. Du solltest den Champion von Kabuki besiegen. Du weißt, was aus dem Spiel, auf dem Spiel spielt und wo der Kampf stattfindet. Also beweg den Arsch. Okay, dann machen wir das. Ist das Gleiche, glaube ich. Vorsicht! Hey! Ich hab doch gesagt, Vorsicht! Zeig dir gleich mal, wofür ich ein Recht habe. Oh, Alter! Könnt ihr mal auf die richtige Spur fahren? Oh. Oh. Und jetzt ein Jump? Kein Jumpy? Nö. Wo komme ich hier durch? Vorsicht! Passt doch! Ich glaube, das ist der offizielle Weg. Aussteigen, wo steige ich aus da? Ja. Ey, ihr habt es auch gerade gesehen, der ist echt ein Spaß durchgefahren. So. Komme ich da jetzt wieder hin? Ich glaube, man muss hier rauf, dann darauf. Dann da längs. Da längs. Ich weiß nicht, ob das so normal ist, dass man hier. Das ist total dumm. Ich weiß doch, wo ich hinschlage, bevor ich's mache. So, Jungs, gegen wen kämpfe ich hier jetzt? Wer von euch ist mein Gegner? Frau Bran. Ich. Ich kann auch gegen beide. Zwei gegen einen? Bisschen unfair, aber okay. Wer von euch ist zuerst dran? Nee, du raffst es nicht. Der Körper da und dieser sind dieselbe Person. Also, sehe ich doppelt, oder was? Ich war mein Zwilling, sieht man ja. Die Zwillinge standen sich sehr nah, aber sie wollten sich noch näher und stärker sein. Also haben sie neurale Oszillationssyncs installiert und jetzt sind sie, naja, ich. Eine Person, zwei Körper. Meine Körper machen alles zusammen. Alles. Ich hab halt nicht so viel Geld. Macht ihr wirklich alles zusammen? Sogar im Bett? Ich habe eine Freundin für beide Körper, wenn du das wissen willst. Ich teile sie mir. Also, nimmt einer alles nördlich, der andere alles südlich des Äquators? Nein, montags bis mittwochs ist sie beim einen und donnerstags bis sonntags beim anderen Körper. Vollidiot. Sorry, ey, wo soll ich das wissen? Habe ich jetzt nicht so die... Dings ist... Ich habe nicht genug Geld. Oh, Mann.